Liebe Bürger von Mecklenburg und Vorpommern, wertes Präsidium, werte Kollegen, liebe Gäste, zunächst mal ist es mir ein Anliegen, im Namen von unserer Fraktion den Mitgliedern des Integrationsförderrates ganz herzlich für ihre Arbeit zu danken, denn der Einsatz für Menschen mit Behinderung und chronisch Kranke widmet sich besonders schutzbedürftigen und besonders schutzwürdigen Teilen unseres Volkes. Und das wollen wir zunächst mal gebührend aussprechen. In dem Zusammenhang möchte ich feststellen, dass sich dieser Bericht, über den wir jetzt sprechen, über einen Zeitraum erstreckt, der dann endet, als wir hier ins Parlament eingezogen sind, sodass wir uns dementsprechend recht kurz fassen werden. Zum einen möchte ich feststellen, dass schon der Vorbericht gerügt hat, dass eine nicht zufriedenstellende Personalsituation in der Geschäftsstelle des Integrationsförderungsrates vorliegt. Daran hat sich in den Jahren des Berichtszeitraums nichts geändert und auch der neue Haushalt sieht keine Änderungen vor. Das wirkt etwas befremdlich. Wir würden uns eine Gleichstellung der Geschäftsstelle des Integrationsförderrates etwa mit dem Landesfrauenrat oder dem Landesjugendring vorstellen können, also eine entsprechende Aufstockung dieser Personalausstattung. Dafür spricht auch, dass in dem Bericht mehrfach ausgeführt wird, dass der Integrationsförderrat aufgrund von Zeitknappheit nicht hinreichend in der Lage war, viele Anfragen ordnungsgemäß zu beantworten. Das dürfte auch, mindestens auch, der Personalknappheit geschuldet sein. Das ist ein weiterer Grund, hier Personal zuzulegen. Irritiert hat mich dann aber das Vorbringen von Herrn Koblin, dass der Integrationsförderrat zu einem Inklusionsförderrat umgewandelt werden soll. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das im Sozialausschuss vielleicht mal angesprochen hätten, bevor es hier ins Plenum kommt. Aber gut, ich gehe davon aus, das wird dann noch nachgeholt. Und Herr Renz, der sich nach oben verabschiedet hat, hat seinem Erstaunen entsprechend Ausdruck verliehen. Ich kann nur sagen, einer solchen nicht nur namentlichen Umbenennung dieses Integrationsförderrates zu einem Inklusionsförderrat, sondern auch der inhaltlichen Umgestaltung werden wir nicht zustimmen können. Den Bericht dagegen werden wir natürlich akzeptieren. Dankeschön.